Paid Ads waren in den letzten Jahren der größte Hebel für uns, um wirklich verlässlich Inbound Leads jeden Monat zu bekommen. Und das nicht nur auf LinkedIn, sondern vor allem auch auf Facebook und auf Instagram. Und wenn man sich mit dem Thema Paid Ads in Deutschland beschäftigt, landet man immer wieder bei einer Person, und zwar bei David von der Finest Audience GmbH. Dieser Mann aus meiner Sicht gehört zu den absoluten Top-Experten, wenn es um das Thema Meta-Ads geht. Und umso mehr freue ich mich, dass er sich auf ein Interview eingelassen hat und mal einen Blick hinter die Kulissen zulässt und zeigt, wie er an die erfolgreichsten Kampagnen rangeht, wie sein Media Buying aussieht und vor allem, wie er seinen Kunden dabei hilft, erfolgreich über Meta Ads zu skalieren. Sieh dir die Folge unbedingt an, wenn du in das Thema Paid Ads einsteigen willst. Sind unglaublich viele spannende Tipps und Tricks dabei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem neuen Interview. Wir springen direkt rein, ne? Weil das werden die Leute entlang des Weges, glaube ich, merken, dass du verdammt viel Plan von Ads hast. Ich glaube, auf fast nahezu allen Plattformen, ne? Und ich glaube auch, das Ganze schon ein paar Tage machst, ne? Musst du gleich mal berichten, wie viele Jahre du das mittlerweile machst. Aber was mich interessieren würde, ist so, wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt und vielleicht auch gerade eine Kampagne, die du gerade planst, was würdest du sagen, sind so die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Werbeanzeigen? Weil du hast ja mittlerweile so viele Daten, du hast so viel gesehen, du hast wahrscheinlich auch viele Leute scheitern sehen mit ihren Sachen. Was würdest du sagen, muss stimmen, damit so eine Ads-Kampagne richtig gut funktioniert? Eigentlich sehr einfach. In der Regel ist es ja immer das gleiche Spiel. Das, was wir heute ja so gut kennen, so Hook und diese ganzen Geschichten, ne? Ja. Das habe ich sehr früh schon erkannt, selbst mit Bildern, also mit Bildsprache. Ja. Und die erfolgreichsten Kampagnen sind immer die, von denen man was sieht, was zum Beispiel polarisiert, würde man heute sagen, oder was den richtigen Hook hat. Aber auch was wirklich so abgefahren ist. Ne? Also yeah. Wir haben eine Kampagne gehabt, das war eigentlich eher angedacht bei uns zum Beispiel als so ein Imagefilm, wo ich aber gesagt habe, ich will aber nicht wieder so einen scheiß Imagefilm machen, yeah. den jeder Hajo-Peider hat, sondern ich will irgendwas anderes machen. Und dann yeah. habe ich einfach gesagt, wir machen so eine typische Einführung, so todlangweilig. Erste yeah. 2-3 Sekunden, wo jeder sagt, oh, nicht schon wieder diese Kacke. yeah. Und danach komme ich auf einmal so ins Bild rein und sag, bla bla bla. Kommt mal yeah. mit, ich zeige euch wirklich, was wir machen. Ja, also so. Geil. Ja, yeah. so ein Crash halt. Und, yeah. und dann auch mal so diese Lockerheit und immer wieder mal so rausstechen. Solche Ads, wo. Yeah. Oder in Nachrichtenstudio. Ich habe Nachrichtenstudio nachgebaut und dann ja. die Schlagzeilen vorgelesen. Das sah aus wie so Breaking News von, weißt du, von irgendwie ja. so einem NTV oder sowas. Und ja. alle haben gedacht, was ist mit dem Typen, ne? Ja. Und dann kam so Breaking News, so Online-Marketing ist tot oder das ist das und ja. so. Und dann habe ich auch ganz klar gesagt, glaubst du doch nicht selber, oder? Und ja. so. Das ist aber witzig zu hören, weil ich habe das Gefühl, wenn man in diesen Bereich reingeht und so innovative Sachen macht oder auch ein bisschen verrückte Sachen macht, ich glaube, dann fehlen einem immer die Vorbilder sozusagen, wo man weiß, ob es funktioniert oder nicht. Aber gerade das wird ja meistens belohnt, ne? Weil ich sehe es in Werbeanzeigen so häufig, dass, keine Ahnung, ich sitze meistens auch in meinem Kämmerlein und überlege mir mit jemandem zusammen, was man machen könnte und komme halt auf irgendwie recht unique Winkel auch irgendwie, ne? Keine paar Wochen später sehe ich gefühlt eine 1:1 Kopie im Feed von diesen Werbeanzeigen, ne? Und denke mir, das ist so schade, weil 80% wahrscheinlich nur so links und rechts gucken, was funktioniert gerade, was machen andere, statt wie du sagst, einfach mal ein bisschen überlegen, was könnte man outside the box machen und sowas Witziges machen, was dann direkt auffällt, ne? Also ist eine coole Formel, ja. Jetzt kommen demnächst wieder neue von mir, so ein paar auch, was soll ich sagen? Beklopptere, durchgeknallte Ads, wo, yeah. wo man wirklich on point geht, aber auch mal die Leute so animiert zum Lachen, weil man dann auf einmal yeah. so Ausschnitte sieht, die so real life sind. Ne? Weil yeah. im Endeffekt, viele sind ja so, ich bin's ja auch, wir sind ja irgendwo nett, aber yeah. im Endeffekt sagen wir, alter Schwede, ich yeah. will doch einfach Kohle machen. Darum geht's doch. Wir wollen doch einfach Kohle yeah. machen und nicht irgendwie über einen Funnel tagelang diskutieren. Du willst mit diesem Funnel verdammt nochmal Geld verdienen. Ja. Yeah. Darum yeah. geht's doch. Ja. Yeah. Und deswegen dieses Real Life und diese Schnitte daraus, das kommt so mehr in dieser Kombi mit so ein bisschen yeah. funny Aspekt, wo die Leute sagen, geil. Ich hatte das irgendwann die Tage, hatte ich auch eine Werbeanzeige, ich glaube, es war irgendwie aus Amerika, wo ich einfach gelacht habe, ne?
und dachte mir so, wenn das eine Werbeanzeige hinbekommt, dass man lacht, dann führt man schon mal 2-0, ne? Weil ich habe auch das Gefühl, was du gesagt hast, sonst ist es immer so todernst. Und ich glaube, wenn man dann ein bisschen Humor reinbringt, ist nochmal eine Sache. Aber wenn man es wirklich schafft, ne, dass die Leute lachen, dann fühlt es sich halt auch nicht wie eine Werbeanzeige an. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen mit reinspielt, dass man dann doch links und rechts auch gucken kann, was organisch gut funktioniert, habe ich das Gefühl. Weil ich habe das Gefühl, die Leute trennen das immer so hart. Ne? Klar ist eine Werbeanzeige deutlich performanter oder sollte es sein. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich so Elemente wie Humor und irgendwie Real-Life-Sachen auch da einbauen, weil du ja auch bestätigst, dass das funktioniert, ne? Richtig. Aber hundertprozentig bin ich bei dir. Ich meine, wenn du dir die Anzeigen mal so anguckst, die reden ja schon teilweise alle gleich, ne? Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, als Coach, Dienstleister, Berater. Man muss gefühlt nur das Gesicht irgendwie austauschen. Einfach Hygiene anmachen, dich einmal da reinpacken und dann hast du es doch schon. Ja, ist wirklich nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, bis da so die ersten AI-Versionen kommen, die alle irgendwie gleich aussehen. Ja. Was aber ich da raushöre, David, was ich sehr spannend finde, und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren immer so ein bisschen vermisst habe, dass irgendwie ist immer die große Diskussion zwischen dem technischen Media-Buying und dem kreativen Creative-Erstellen irgendwie ist, ne? Und ich habe das Gefühl, es gibt das eine Lager, was sagt, ja, Media Buying ist alles, wenn du da nicht Profi drin bist, verdienst du keinen Cent mit Ads. Und dann gibt's aber, habe ich das Gefühl, sehr leise irgendwie so ein Lager, was verstanden hat, umso besser dein Creative ist, desto leichter wird auch Media Buying und solche Sachen. Ist zumindest das Gefühl, was ich mittlerweile habe, dass wenn ich heute Video-Ads irgendwie reinschmeiße, ich zumindest zu 80% weiß, dass die funktionieren werden, weil man einfach weiß, das Video ist gut, was ich erzähle, ist irgendwie gut, ne? Wo stehst du da? Hast du da irgendwie ein Gefühl, wie wichtig ist Media Buying heute noch oder bist du auch Team Creative? Also es ist natürlich so eine Kombi. Ich muss das wirklich sagen, was wir ja auch beibringen, beziehungsweise was ich ja beibringe seit Jahren, ist ja dieses Game Marketing und Ads zu verbinden. Mhm. Ja? Daraus erfolgt dann Marketing, Ads und Sales. Und wenn das alles nicht in Einklang ist, also wenn das alles wirklich nicht im Einklang ist, dann kannst du zumachen, weil das wird es nicht. Also es gibt nicht die eine Idee, so diese eine Idee bringt dir nur einen kleinen Impuls, auch im Umsatz, so eine Erleuchtung, ja, diese typische Epiphany, ich habe da was und boah, Geistesblitz hier, ja, und das ist wirklich nur so ein kurzer Impuls, aber wenn du das durchgehend machst, entwickelst du das genau, was du erzählst. Es ist irgendwie so ein Bauchgefühl, dass du genau weißt, okay, ich habe meine Zielgruppe verstanden, ich habe mein Marketing im Griff, weil ich weiß, wie eine Landingpage aussehen muss, rein psychologisch, damit sie verkauft. Mhm. Und ich weiß, was ich kommunizieren muss in der Ad und nach der Ad, damit der Kunde sich abgeholt fühlt. Weil wie oft, also wir haben ja auch ein kleines Sales-Team oder auch in anderen Projekten, die ich berate und betreue, die wissen teilweise nicht, was die verkaufen. Echt? Ja. Das ist schon geil. Weißt du, der Marketer oder du, sagen wir mal, als Gründer, hast eigentlich so deine Vision von Zielgruppe, dein Verständnis von deiner Zielgruppe, kommunizierst es aus, dann kommt dann so ein Sales-Typ, der denkt, er hat alle Eier der Welt gegessen, ne, oder gefressen und sagt, ich kann verkaufen, ich bin the next Wolf of Wall Street. Ja? Yeah. Und dann verkauft er, aber nur auf diese pushige Art, liest da vielleicht noch sein Skript vor, versteht die Zielgruppe gar nicht und dein Produkt schon mal gar nicht. Er weiß gar nicht, was Inhalte sind. Und das verläuft sich völlig falsch. Und das meine ich, diese Kongruenz von allem. Man nennt das ja auch die Kohärenz der Werbeanzeigen. Ja. Die Abstimmung aufeinander, bis ein Bruch passiert. Je länger die Strecke, umso schlechter wird die ROI oder ROAS, je nachdem, wie man unterwegs ist. Und das ist das Spiel. Und wenn man dann in dieser ganzen Kette noch Creatives kann, das, was du sagst, umso geiler wird das exponentiell wachsen. Aber das ist ein schöner, also das ist ein schöner Appell, habe ich das Gefühl, weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich mit Leuten über Ads rede, gerade heute oder gestern eine Anfrage gehabt, wir würden einfach gerne nur LinkedIn-Ads schalten, ne?
Und ich bin so, wo kommt überhaupt dieses Verständnis her, dass Ads irgendwie so was Isoliertes sind, was funktioniert? Weil, wie du sagst, es ist ja eigentlich nur ganzheitlich funktioniert es, ne? Wenn dein gesamtes Marketing nicht auf eine Kampagne irgendwie mit ausgerichtet ist, ja, und wenn dein Sales-Mitarbeiter nicht mal weiß, was wir da verkaufen, dann wären ja auch die Werbeanzeigen nichts, ne? Ist das was, was ihr auch sozusagen bei euch dann in der Zusammenarbeit mit eingebaut habt, dass ihr den Leuten nicht nur Ads beibringt, sondern das, was du gesagt hast, dass man sich so die gesamte Customer Journey eigentlich anguckt und guckt, dass das alles kohärent ist? Oder wie macht ihr das? Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, ich sehe das immer, ich vergleiche das sehr gerne mit Sport, weißt du? Ja. Ich meine, wenn du Fußball spielst, brauchst du erstmal eine Mannschaft, die mit dir spielt. Ja. Wenn du Tore schießen kannst, aber nur, weißt du, aus dem Stand heraus, ja, kannst du ja nicht mitlaufen. Und das, ja, ich meine, das ganze Zusammenspiel muss passen, dass du, ja, irgendwo wirklich immer wieder gewinnst oder Champions League Niveau hast. Ja. Und das habe ich verstanden, das habe ich sehr lange, sehr früh schon verstanden, dass eine Landingpage und eine Werbeanzeige und das Produkt aufeinander abgestimmt plus das Marketing dahinter, ja, und was danach noch passiert, sowas wie eine E-Mail-Sequenz, die danach läuft, falls jemand nicht kauft, dass man den nachfasst, und Retargeting-Kampagnen und alles. Das muss einfach zusammenpassen. Und im Endeffekt kann man an zwei Händen abzählen, welche Punkte es sind. Und die musst du beherrschen. Und dann hast du es eigentlich ganzheitlich. Ja. Das ist spannend zu hören und auch ein cooler Vergleich mit dem Fußball, weil das trifft es eigentlich perfekt, ne? Wahrscheinlich brauchst du eine Handvoll von Assets sozusagen im Marketing, die irgendwie sitzen müssen, damit die Leute so einen Gesamteindruck irgendwie bekommen. Auf welche würdest du sozusagen eindampfen, oder spannend wäre ja eigentlich auch die Frage, was macht ihr sozusagen bei Finest Audience sozusagen für euch im Marketing, ne, wo du sagst, das sind wirklich so die essentiellen Sachen. Hab gesehen aus dem Augenwinkel, dass da wieder schicke YouTube-Videos hochgehen, ne, scheint ja auch ein Teil sozusagen der Strategie zu sein. Was würdest du sagen, wenn man so 5 Sachen machen sollte in seinem gesamten Marketing inklusive Ads, was würdest du sagen, sind so die Sachen, die jeder heute machen sollte, wenn er wirklich so diese Online-Marketing-Klaviatur spielen will? Ich kenne tatsächlich keinen Kanal, der so günstig ist, wenn man es versteht, wie man es macht, wie Facebook, Instagram. Mhm. TikTok ist deutlich günstiger, aber nicht qualitativ. Mhm. Ja, das verwechseln viele, weil viele gucken dann immer, der Lead ist aber so günstig. Der Leadpreis, ja, ist so günstig. Natürlich ist der günstig, aber wenn du 100 Leads brauchst für überhaupt einen möglich, ja, qualitativen, ja, Sale oder guten Kunden, ja, dann ist das kein Game. Dann ist es einfach nur, weißt du, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Weil du einfach deinen Vertrieb einfach vollballerst mit irgendwelchen, ja, Leads, und die haben viel zu tun und sagen am Ende des Tages, boah, ich habe 100 Leute angerufen und ich habe ein Setting, geil. Sein Tag ist gefüllt, ja. Wenigstens viel zu tun gehabt, ja. Ich bin nicht der Freund von, weißt du, viele Mitarbeiter, ja, das hatten wir, ja, kurz angerissen, viele Mitarbeiter, viel Arbeit schaffen, sondern nee, eher, also es ist immer so, du hast ja immer das Pareto-Prinzip, 80-20. Ja. Ich bin so eher, mach es doch mal Pareto hoch 2. Ja. Ja, und du wirst merken, du hast endlich Lifestyle, du hast viel mehr Freizeit, ja, und du machst viel mehr Umsatz, auf, ja, einen Kopf runtergebrochen, auf einen Arbeitsplatz. Und nochmal zu der Frage, um da jetzt wieder die Kurve zu bekommen. Ja, es gibt tatsächlich viele gute Facebook, Instagram, so Kanäle. Das ist auf jeden Fall unser bester, ja, Kanal. Ja. Aber es gibt je nach B2B-Bereich, weil ich rede halt hauptsächlich für Dienstleister oder in dem Bereich für Leute, die halt Neukundengewinnung machen. Ja. Da ist es sehr unterschiedlich. Man muss gucken, in welchem Kanal bin ich unterwegs, wo fange ich die Leute ab. Aber was elementar wichtig ist, ist wirklich so diese 3-4 Punkte, sowas wie Landingpage, eine geile Anzeige, danach die Leute abholen, Produkt muss passen und dann noch nachfassen. Kanäle, die man bestücken sollte. Wir machen, hast du ja auch gesagt, wir machen ja strategisch jetzt gerade sehr viel YouTube-Content. Warum? Ja. Ich will einfach, ja, da bin ich mal gespannt, ja, was du jetzt, ja, erzählst. Ja. Was du jetzt, ja, tatsächlich hat sich das bestätigt schon, was ich vorhatte mit dem 4. Video. Mhm. Mit dem 4. Video haben die Leute mir schon geschrieben, ey, ich habe bei dir auf dem YouTube-Kanal über Free Content mehr gelernt als für einen, geil, Kurs, den ich für 7.800 Euro bezahlt habe. Nach dem 4. Video schon? Geil. Ja. Ja, ja.
Und genau das habe ich vor. Ich will einfach so viel Content liefern, dass die Leute einfach sagen, Katastrophe, ja. Was ich da gekauft habe. Ja. Weil da sieht man, was Know-how heißt. Gut, ich bin jetzt 21 Jahre Online-Marketer und ich lebe das Game. Ja, ja. Aber das ist witzig, weil ich weiß gar nicht, Anfang letzten Jahres, nee, eher Ende letzten Jahres habe ich auch die Entscheidung getroffen, so ein Stück weit All-In bei YouTube auch zu gehen. Ich habe das über Jahre sozusagen immer nebenbei ein bisschen gemacht, aber genau das, was du gesagt hast, ne? Irgendwann hat das angefangen, dass Leute gesagt haben, ey, in den 3 YouTube-Videos habe ich mehr sozusagen gelernt als irgendwie in einem Coaching, im LinkedIn-Coaching für 3.000 Euro. Und das hat mich so ein bisschen angezündet, weil ich das Gefühl hatte, okay, wenn man jetzt wirklich die Leute einfach ausbildet, gräbst du ja der Konkurrenz ordentlich was ab, ne, weil die Leute sagen, okay, warum sollte ich dafür bezahlen? Das habe ich auf dem YouTube-Kanal von Robert alles gelernt, ne? Und ich habe es damals vor irgendwie 9 Jahren, als ich diesen YouTube-Kanal hatte, irgendwann gemerkt, dass YouTube eine krasse Aufwärtsspirale bekommen kann, ne? Ja. Also ich weiß es noch, dass wir dann irgendwie 70% des Traffics kamen nur aus YouTube selbst, weil die Videos sich einfach nur noch gegenseitig so vorgeschlagen wurden, ne? Und das hat man zum Beispiel ja beim Podcast nicht. Da muss man irgendwie immer extern den Traffic irgendwie zuführen. Und deshalb bin ich auch so gut, dass du das bestätigst, dass sozusagen YouTube, glaube ich, dieses Jahr ein Ding werden wird. Ne? Also das ist schon, wenn man das Game einmal so ein bisschen verstanden hat, ja, wie das Ganze funktioniert. Du musst viel mehr geben, Vertrauen aufbauen. Ja. YouTube ist ein Kanal. YouTube ist aber kein Kanal für Leute, die jetzt einfach schnell und hektisch da jetzt irgendwie unterwegs Conversion sammeln wollen. Ja. Sondern das braucht viel Zeit. Ja. Das ist eine Entwicklung, das ist eine Entscheidung für ein Jahr oder zwei. Ja. Aber dann hat man so eine Routine auch drin und merkt, wow, die Leute, die da durchkommen, die jetzt so über den Kanal aufgewärmt werden, die vertrauen dir, die kennen dich und die wissen, wo die Reise hingeht. Das ist schon stark. Ey, das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, da wäre ich irgendwann mal in die Falle getappt, weil ich das Gefühl habe, wir sind ja sehr incentiviert, kurzfristig Erfolge sozusagen zu erzielen, ne? Also irgendwie Instant Gratification. Und irgendwann saß ich dann da und dachte mir so, ey, du wolltest schon immer mal einen YouTube-Kanal starten. Wann soll denn der Zeitpunkt sein, um damit zu starten? Weil wie du sagst, realistisch hat man vielleicht nach 1 bis 2 Jahren so die ersten richtigen Früchte damit, ne? Wenn man wirklich so von null startet. Und dann dachte ich mir, Mist, das kann echt eine Falle sein, wenn man sich nicht entscheidet, irgendwann so langfristige Kanäle auch aufzubauen, wo die Leute dann irgendwann auf dich gucken und sagen, hey David, wie zur Hölle kriegst du diese ganzen geilen Leads, ne? Und du sagst halt, ja, ich habe halt vor 2 Jahren mit dem YouTube-Kanal angefangen und eisern irgendwie regelmäßig richtig geile Videos hochgeladen, ne? Und ich glaube, das schaffen nur noch wenige Leute, weil die meisten Leute sind so, ah, das geht aber nicht schnell und hibbelig, ne? Und nee. Ich glaube, das ist eine coole Chance, ja. Und du hast erzählt sozusagen, ihr habt irgendwie einen Launch oder eine neue Kampagne in der Pipeline, ne? Kannst du uns mal durchführen, wie du an sowas rangehst? Ich habe so ein bisschen rausgehört, eine Prise Beklopptheit oder Verrücktheit ist jedes Mal irgendwie dran. Aber ist es so, denkst du dann schon irgendwie in so der Storyline, der Überschrift für die Kampagnen? Oder wie gehst du da an sowas ran? Ich lasse mir Zeit als allererstes. Mhm. Früher habe ich das alles übers Knie gebrochen. Jetzt mit der Zeit merke ich so langsam, ein bisschen langsamer. Die Headline habe ich immer noch nicht, aber ich weiß, wo die, also die Headline wird bestehen. Ich hätte jetzt schon 4 Headlines, aber daraus muss ich eine knackige runterbrechen, weil Copywriting ist mit eins der wichtigsten Punkte für Launches und überhaupt für Werbeanzeigen. Mhm. Ja, die erste Zeile muss sitzen. Ja. Jede Headline ist bei mir ein Versprechen, also muss da irgendwie schon was rüberkommen. Mhm. Und dann planen wir natürlich, ja, wir planen halt etwas Neueres, nicht wieder ein langweiliges Webinar, sondern etwas Neueres. Und ich weiß jetzt nicht, wann du das publizierst, nicht, dass es schon verraten wird, aber es wird. Das können wir im Nachgang bestimmen, wann es dir am meisten hilft. Ne? Ja. Es wird halt eher so eine Online-Mastermind sein für ein kleines Budget. Ja. Also wirklich ein No-Brainer-Budget, wo jeder sagt, okay, statt einmal zu McDonald's gehe ich zu David. Ja. Und da werden wir sehr viel Know-how zeigen, verraten, wie wir Personal Brands aufbauen, wie wir Brands aufbauen, wie wir überhaupt Marketing und Ads schalten. Ja. Und daraus in diesen
in diesem Programm, in dieser Mastermind-Runde mit meinem Team und auch mit Gästen, unter anderem, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt live dabei ist, muss ich mal gucken, Sebastian, der war ja auch, glaube ich, auch bei dem Podcast, der kommt ja auch aus meiner Schmiede, der hat ja auch bei mir eine Zeit lang... Jetzt wissen wir, wo der Erfolg wirklich herkommt von Sebastian, ja, sehr gut. Und der wird da auch ein schönes Testimonial-Video droppen und alles. Es gibt ja so viele Leute, die bei mir waren. Ja. Aber es ist ja fantastisch, was aus denen geworden ist. Ne? Also es ist schon wirklich gewaltig. Manche, muss ich sagen, also typisches Beispiel Sebastian oder so ein Daniel Hipke oder Chris Esche, das sind ja Giganten geworden. Das ist ja ein, und da gibt es so Hidden Champions, das glaubst du gar nicht. Die haben auf einmal 120 Mitarbeiter oder sowas. Krass. Und machen Umsätze, wo ich sage, wow. Und, und die schreiben mir das dann. Ich habe dir das alles zu verdanken. Und deswegen, dieses Know-how wird dann so ein bisschen vorgestellt, wo wir machen. Ich öffne wirklich jetzt auch mein Know-how in dem neuen Elite Performance Marketer Programm. Ja. So heißt das Programm, Elite Performance Marketer. Wie ich Personal Brands aufbaue. Wie ich unter anderem Max Wolf jetzt aufbaue. Ist ein Immobilienunternehmer, sehr bekannt, hat auch letztes Jahr den Immobilienpreis in Deutschland gewonnen. Cool. Muss man sich vorstellen, also schon, wenn man weiß, was für Mitbewerber da sind, so wie Scout24, Engel und Völker und all die Großen, wie wir sowas aufbauen, welche Szenarien es gibt, wie das stufig in so einem Branding, in so einer Kampagne aufgebaut wird und viele andere Sachen und und dann pitchen wir halt einfach auf das Elite Performance Marketer Programm. Aber es ist jetzt nicht unendlich offen, sondern wir haben limitierte 50 Plätze, weil ich sehr viel Support biete. Und diese ganze Planung, die nehmen wir jetzt vor, weil es am 28. jetzt schon passiert, April. Ja. Also es ist schon knackig. Und ich wollte gerade sagen, ist gar nicht weit weg. Ja. Eigentlich heute Abend wollen wir, glaube ich, sogar die erste Kampagne schieben. Cool. Und das ist sozusagen das, was du, auch wenn du sowas planst, von A bis Z sozusagen im Kopf hast. Von sozusagen Überschrift finden für die Kampagnen, über der Funnel in Anführungszeichen, das Format, wo du die Leute reinschickst, bis hin zum Produkt. Na. Richtig. Also da oben, die Synapsen, die spielen verrückt gerade. Ja, das glaube ich. Im Kopf habe ich einiges. Ja. Ja, da passiert wirklich viel. Das habe ich alles im Kopf. Manchmal weiß ich gar nicht, wie man das so in das Team runterbrechen kann. Ich mache das sehr oft mit Miro. Seit Jahren nutze ich Miro-Boards, um einfach diese Gedankenblasen da irgendwie zu platzieren, erstmal loszuwerden und dann alles zu strukturieren. Ja. Und die Leute nicht zu erschlagen, ne? Ja, sonst sagen die, what the fuck, worüber redet der wieder? Was ist mit ihm? Was ist denn mit bestehenden Produkten eigentlich? Ne? Ich habe gesehen, du hast ja auch eine Masterclass zu dem Thema Ads, so wie ich das verstanden habe, ist wahrscheinlich so ein Produkt, was schon ein paar Jahre oder so gibt. Ne? Ja. Was machst du denn da in der Vermarktung? Ist da etwas sozusagen, wo ihr jedes Mal, was weiß ich, vielleicht regelmäßig ein Webinar haltet oder irgendwie ein automatisiertes Webinar habt und irgendwie Kampagnen noch online habt? Oder ist das etwas, was dann irgendwann nur noch organisch irgendwie Weg findet? Da laufen Kampagnen noch online, aber die sind ja, glaube ich, schon 2 Jahre alt, muss ich sagen. Im Ernst? Ja, die Videos sind schon 2 Jahre alt. Ich muss wirklich gestehen, ich bin, glaube ich, der schlechteste Marketer für mich selbst. Ja. Ja, also jetzt mit der neuen Kampagne und mit den neuen Videos und so mit dem neuen Launch habe ich wirklich so ein Schizophrenie-David gemacht. So, ich stelle mich neben mich und baue mich auf. So, ja. Ja. Wo ich habe gesagt, okay, jetzt, wie würdest du diesen Dude jetzt groß machen? Okay. Ja. Weil das bei sozusagen deinen Kunden oder deinen Beteiligungen immer einfacher ist, sozusagen die so an die Hand zu nehmen. Aber für dich selbst ist so, das ist wie mit dem Schuster, ne? Also Ah, das heißt, da gibt es noch so ein bisschen was und aber das ist spannend sozusagen zu hören. Und das bedeutet heute, und du hast das gesagt, und das fand ich in dem Vorgespräch auch so spannend, Robert, tapp nicht in die Falle und stell irgendwie für alles, was man als Unternehmer oder als Gründer machen sollte, jemanden ein. Ne? Du brauchst keinen Fahrer und du brauchst auch niemanden, der die Zeitung morgens hält. Ne? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen zu deiner Philosophie und wie ihr euch bei euch auch aufgestellt haben? Weil ich habe das Gefühl, dass das vermissen viele. Ne? Ganz im Ernst, es gibt sehr vieles in dieser Coaching-Bubble. Ja. Da wird so viel über Mindset gesprochen. Ja, aber Mindset ist relativ. Also es ist ja immer so,
Mindset kann alles sein, weißt du? Ja. Und der eine sagt, ja, du brauchst nur Mindset, dann stellst du dir 3 Leute für alles ein und dann hast du mehr Freiheit, um mehr Geld zu verdienen. Natürlich, klar, kann es Mindset sein oder auch nicht, aber ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wenn du 3-mal im Monat irgendwie irgendwo hinfährst, dann brauchst du kein Fahrrad. Ja? Oder also die gefühlt, ich meine, schreiben haben wir gelernt. Ich brauche keine Assistentin, die mitschreibt jetzt gerade hier. Ja. Also ich bitte dich. Und man kann sich auch irgendwann mal tot mindsetten, ja? Ja. Mit irgendwelchen blödsinnigen Sachen. Und ich glaube, das ist dann irgendwann mal so fortgeschritten, vor allen Dingen in Deutschland. Da hat man einfach ein bisschen übertrieben mit der ganzen Geschichte. Ja. Ich brauche jemanden, der mein Handy hält und mir Storys und lädt. Also, ja. Brauche ich leider nicht. Ne? Also, yeah. Oder brauche ich nicht leider, sondern wirklich nicht, sondern das solltest du alleine beherrschen. Yeah. Und dann bist du auch sehr frei, finde ich. Weißt du? Man muss aber auch wissen, wo will ich hin? Was ist meine Reise? Dann ist es natürlich ein anderes Game. Wenn ich jetzt sage, ich will einen Milliardenkonzern aufbauen und ich bin gerade auf einem Plateauumsatz von x Multimillionen, dann ist das natürlich eine andere Sache, weil dann musst du deine Zeit optimieren. Ja. Aber ich spreche mal für die KMUs, ja. Und diese kleinen Mittelständler sind ja eigentlich von One-Man-Show, Freelancer, Selbstständiger, bis paar Angestellte und bis paar 10 oder Hunderte. Ja. Und da braucht man nicht für alles etwas, sondern du musst, das Wichtigste ist überhaupt irgendwann mal so runterzubrechen, dass du viel Umsatz machst, aber auch viel Geld da bleibt. Liquidität ist alles. Ja. Und ich bin immer ein Freund von kernig sein. Wir waren selbst in, wo wir angefangen sind, in dieser Sichtbarkeit jetzt von mir mit dem Coaching-Produkt, waren wir 4 Leute. Aber auf die 4 Leute hat jeder Sitzplatz 1 Million Umsatz gemacht. Cool. Ja, das ist doch eine coole Kennzahl. Ja, ja, und das war geil. Das war eine geile Zeit. Und dann haben wir auch irgendwann mal gesagt, okay, wir ziehen um, machen groß, groß, groß. Aber boah, das hat mich überhaupt nicht mehr glücklich gemacht. Das war einfach nur noch. Also ich war ja Sheriff für alles hier, ne? Ja, aber du hast den Ausflug mal gemacht oder was? Und dann ganz schnell gemerkt, ah, das wird nichts werden. Also entweder braucht man echt Leute, die Hierarchieebenen einführen und das Ganze führen für dich. Du bleibst dann, das ist dann wieder so eine andere. Aber ich wollte da nicht hin. Also ich persönlich nicht. Ja. Ich kann in so einer Struktur arbeiten, wo die Leute dafür ausgelegt werden. Aber ich habe mich dann auch sehr schnell wieder reduziert. Und habe gesagt, boah, das ist es nicht. Weil die Kreativität bleibt bei mir weg. Wenn ich jetzt nur noch, weißt du, wenn ich jetzt jeden Morgen mir anhören muss, der hat mich verlassen, der ist doof, der ist blöd. Der hat meinen Joghurt gegessen. Oder, das brauche ich nicht. Aber das ist so witzig, weil ich bin genau in diese gleiche Falle getappt und habe irgendwann gemerkt, ich bin irgendwie nur noch mit Management beschäftigt und das macht mich totunglücklich, ne? Also ich denke dann auch lieber, glaube ich, wie du, über irgendwelche verrückten Kampagnen nach oder was weiß ich, neuen YouTube-Content oder so. Und das Letzte, was ich hören will, ist, keine Ahnung, wer heute krank ist und wer mit wem Schluss gemacht hat oder so. Und ich glaube, das muss man aber realisiert haben, dass man dann trotzdem irgendwie so ein kerniges Team und dieser Gedanke gefällt mir so gut, sich aufbaut und vielleicht für irgendwie lästige Aufgaben oder so sich Leute sucht, wo die Leute einen unterstützen. Ich glaube, das habe ich mir irgendwann von Mr. Beast aufgeschnappt. Der meinte, warum er nicht ausbrennt. Er meint, jeden Morgen macht er sich eine Liste von Themen, auf die er keine Lust hat, ne, und sucht sich jemanden in seinem Team, der das jetzt übernimmt, ne. Und meinte, so bleibt er halt immer in seiner Genius Zone, ne, behält immer die Sachen, die ihm wirklich Freude bereiten. Und das ist mir so hängen geblieben, weil ich das so cool finde, weil du ja die Chance hast, auch mit einem kleinkernigen Team die Sachen, aber an denen du keine Lust hast, abzugeben und dich wirklich auf die Sachen zu konzentrieren, an denen du Freude hast, ne. Hundertprozentig. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben. Ich habe ja vor ein paar, also gut 2 Jahren ungefähr ein Buch geschrieben. Und das Buch ist auch wirklich so geschrieben, dass meine Kinder, die jetzt immer größer werden, das irgendwann mal lesen und lernen, dass nicht alles so selbstverständlich ist, wie wir leben, wie wir haben. Und unter anderem war da eine Sache, eine Not-To-Do-Liste. Cool. Keine To-Do-Liste, eine Not-To-Do-Liste. Die Sachen, die total eklig sind. Ja. Die ich hasse, jeden Morgen zu tun. Ja. Na? Es ist tatsächlich so, dass ich dann irgendwann eine Excel hatte und alle Tätigkeiten, die über 5 Minuten lang waren, aufgeschrieben habe. Ah, das ist geil. Das ist ein geiler Tipp. Ja. Ja, und diese Tätigkeiten habe ich dann hochsummiert pro Woche. Da waren zig Stunden drin. Und diese Tätigkeiten von 5 Minuten
Und dann habe ich gesagt, okay, dafür suche ich mir jetzt entweder einen extern oder halt einen Mitarbeiter, der das übernimmt. Ja. Das ist ein cooles Ding. Das, glaube ich, muss ich auch mal machen, weil man erwischt sich immer wieder, dass man so kleine Sachen macht, ne? Ja. Die dann aber auf eine Woche halt wirklich ein paar Stunden sind, ne? Ja. Und das sind ja immer Sachen. Das passt dich aber vollkommen an. Weil du hast dann gar keinen Bock mehr zu arbeiten, weil es raubt dir ja jegliche Kreativität, jegliche Energie, wenn du nur mit sowas belastet wirst, vor allen Dingen jeden Tag 5 oder 15 Minuten oder irgendwann mal 30 Minuten mit sowas. Das ist so demotivierend, dass deine Performance eigentlich immer so runtergeht. Ja, und deine Energie vor allem, glaube ich, auch runtergeht, ne, weil diese Tätigkeiten ja unglaublich raugen. Was ich spannend finde, David, was cool zu hören ist, ich glaube, das ist schon sehr rausgekommen, dass man Ads irgendwie nicht isoliert betrachten kann. Ne? Was du im Vorwege auch gesagt hast, was ich sehr schön fand, ist, dass du einen sehr hohen Anspruch an deine Produkte und Dienstleistungen sozusagen hast. Ne? Und du hast gesagt sozusagen, dass du 50 Leute so handverlesen irgendwie betreuen willst. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du das hinbekommst, da einen richtig guten Job zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, 50 Leute sozusagen irgendwie zu betreuen, ist ja nicht ganz einfach. Hast du da schon so ein Delivery-System irgendwie im Kopf, wie du sicherstellst, dass die alle happy sind? Also wir werden wie immer bei uns geschlossene Gruppen machen. Mhm. Mein Team, unter anderem drei noch andere Marketer, die ja jeden Tag mit mir zusammenarbeiten. Wir werden 2 bis 3 Zoom-Calls pro Woche machen. Für 50 Leute ist das sehr einfach, in diesem Kaliber zu bleiben. Und dann sollte das alles gegeben sein. Ja. Also mit einem Online-Kurs, also online, das sollte alles klappen. Ja. Und dann den Support. Ja. Wenn man da Profis drin hat, und das kann ich mir vorstellen, bei dem Thema werden da Profis sitzen, na, die werden sich dann die Informationen schnappen. Stimmt, das ist eigentlich spannend. Was hast du denn eigentlich in deinem Team sitzen, wenn das nur eine Handvoll von Leuten sind? Na, was hast du in deinem Kernteam? Das ist eine spannende Frage. Also ich habe jemanden, der Vollzeit Automatisierungsprozesse überwacht und nur CRM-Schnittstellen und Tracking-Schnittstellen überwacht. Spannend, ja. Damit wir wissen, woher kommt ein Lead, woher kommt ein Neukunde, was braucht er, wieso, also die komplette datenübergreifende, das Tracking, die Parameter, die weitergegeben werden, dafür jemanden und auch das Verständnis fürs Marketing hat. Das heißt, alle Kurse, Videos, wie die abgelegt sind, das macht er. Dann habe ich einen Kreativen, der nur sowas wie Überwachung macht und Kreativität, das heißt YouTube-Videos überwachen, kontrollieren, neue Ads kontrollieren und überwacht dann die Kreativität mit der Performance der Ads jeden Tag. Cool, ja. Ein anderer macht auch nur Ad-Schaltung, also Media-Buying heißen die, das sind ja Performance-Marketer. Ja. Und die ganzen Performance-Marketer überwachen täglich Ads, weil wir für uns schalten wir wahrscheinlich das kleinste Ad-Budget. Ja. Ihr macht das sozusagen für eure, was sind das, Beteiligungen sozusagen? Genau, da übernehmt ihr das auch komplette sozusagen und da haben die dann die Accounts und machen alles. Ja. Genau, für Beteiligung. Also cool. Da machen wir sehr viel und Lead-Gen mache ich ja seit 17 Jahren. Krass. Täglich im 1.000-Euro-Bereich. Ja. Also bis heute mache ich ja im Finanzbereich und Versicherungsbereich eine Zeit lang, aber im Finanzbereich mache ich täglich zwischen 700.000 Leads, also 700 bis 1.000 Leads pro Tag, immer noch. Krass. Ja. Immer noch. Ja. Und das über Jahre bereits. Jahre, ja. Jahre. Ja. Crazy. Jahrelang. Und dann noch die Coaching-Produkte, also Unternehmens, Immobilienunternehmer, Immobilienmakler-Coachings, da in dem Bereich auch hunderte Leads pro Tag. Ja. Und das überwachen wir. Und dieses Zweier-Team noch von Performance-Marketern, die können halt verdammt gut Copywriting, Landingpage und Ads. Die drei Sachen müssen die komplett beherrschen. Meistens sind es auch Leute, die eigentlich aus meinem Netzwerk kommen. Das heißt, die sind irgendwann in der Masterclass gewesen, vielleicht in dem kleinsten Produkt mal angefangen, in der Ads-Mastery, dann in der Masterclass. Und sind dann schon 2 Jahre irgendwo in dem Coaching und sagen, boah, Hammer. Ja. Und dann sage ich, ich suche wieder, ich hätte Bock, bei dir was zu machen, anstatt bei mir die Agentur aufzubauen. Dann, es gibt wirklich 2 Leute bei mir, die haben die Agentur aufgegeben. Die haben gute Umsätze gemacht, also für sich alleine gute Umsätze, haben sie aufgegeben, weil sie einfach haben gesagt, okay, du bist anders unterwegs, ich will da rein. Cool.
Das soll ja schon mal was heißen. Das ist ja definitiv ein Ritterschlag, ja. Aber das ist natürlich cool, weil das ja auch so die Kernkompetenz ist, habe ich das Gefühl, die im Markt gesucht wird, ne? Ich glaube, das ist ja auch der Traum von, du hattest irgendwie Max Wolf erwähnt, ne, von jemandem wie dem, einen Profi an seiner Seite zu haben, der so das Online-Marketing übernimmt und ihn dann groß macht. Das ist ja das Coolste, was irgendwie passiert. Und ich glaube gleichzeitig, dass du es so smart gemacht hast, nicht irgendwie jetzt eine gigantische Agentur irgendwie aufzubauen, sondern wahrscheinlich ist super schlank zu halten, dir zu überlegen, mit wem lohnt es sich wirklich zusammen was zu machen und mit wem nicht, ne? Und für die das dann zu übernehmen. Ja. Wir sind keine klassische Agentur, also sind wir gar nicht. Ja. Ne, Anfragen bearbeite ich zwar und sage denen, hey, tut mir leid, wir suchen niemanden. Ja. Oder wenn, dann kann ich dir jetzt eine Agentur empfehlen. Ja. Da arbeiten wir auch mit jemandem zusammen, der bei uns halt lernt. Ja. Aber sonst auch nichts. Ja. Ich glaube, das ist auch das, wo man hinkommt. Also ich glaube, David, du hast das erreicht, wovon viele Online-Marketer, glaube ich, träumen, ne? Dass man wahrscheinlich so ein paar seiner eigenen coolen Produkte irgendwie hat, aber dass man wahrscheinlich mit coolen Geschäftspartnern irgendwie einen Beteiligungsdeal irgendwie hat und eine gute Zeit hat, ne? Und diesen Appell fand ich halt auch ganz cool, weil ich glaube, die Leute verlieren irgendwie so entlang des Weges so ein bisschen die Perspektive, was sinnvoll ist und was nicht, und sind mehr damit beschäftigt, 30 Mitarbeiter einzustellen, statt irgendwie einen guten Job zu machen. Was mich interessieren würde, ich habe das Gefühl, in diese Falle tappt man dann irgendwie entlang des Weges, zumindest wenn man diesen Management-Ausflug macht, fachlich immer dran zu bleiben, ne? Also das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, was ich irgendwie vor 1-2 Jahren habe schleifen lassen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so meine Formel gefunden und die fahre ich irgendwie. Wie machst du das, dass du immer irgendwie bei aktuellen Trends und so dran bleibst? Juckt dir das natürlich in den Fingern, wenn so eine Plattform wie TikTok kommt, mal die ersten Ads da zu schalten, oder musst du auch irgendwie... Hast du da einen Prozess dafür? Sowohl als auch. Also ich teste sehr viel. Ja, einfach natürlich. Ja, also sehr viel. Ja. Und ich gehe da einfach aus Neugierde rein und teste. Ja. Und andererseits habe ich ein über die Jahre krasses Netzwerk aufgebaut. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch mit eins der wichtigsten Punkte, die man lernen sollte, dass man sich regelmäßig austauscht. Ich bin morgen zum Beispiel in Münster auf einem Kongress, wo offen gestanden nach außen würden die Leute sagen, da sind nur Nerds. Ja. Ja? Ja. Aber es ist geiler, weil diese Nerds sind nicht so fixiert auf dieses, was hast du, wie siehst du aus und was trägst du für eine Uhr. Das juckt die nicht, sondern das ist einfach so dieser Austausch, wo man sagt so, ey, bei mir geht das gerade und dieses Tool nutzen wir und das. Und da sitzt du da und hast wirklich immer so mega geile Impulse aus diesem Netzwerk, wo du sagst, bam, Jackpot, das kann ich bei mir einsetzen, habe ich wieder 10% mehr Skalierungsmöglichkeit. Ja. Dann kannst du das machen, das. Und ich glaube, das vergessen ganz viele, dass man sich raus aus dieser Bubble zieht, wo man immer unterwegs ist. Vor allen Dingen darf man sich nicht immer... Viele sind in diesen ganzen Szenen ja so, würde ich sagen, so, die haben 2-3 Leute und orientieren sich immer an denen. Ja. Wollen eigentlich eher, ich will so sein wie er. Bullshit. Ja. Kannst du, man muss so seine eigene Stimme und Sprache finden, ne, und seinen eigenen Weg und seine eigene Erfolgsform. Ja. Werde doch so wirklich, wie so dein Wunsch ist. Ja. Mach doch das, wozu du Bock hast, aber benutze einfach die Möglichkeiten von ihm das Beste zu nehmen, von ihm das Beste zu nehmen und das Beste daraus für dich zu machen. Ja. Und das ist das Falsche. Deswegen verlieren sich ganz viele, weil sie einfach nur jemanden hinterherlaufen. Ja. Ja, und da kommt nichts bei raus, wie eine schlechte Kopie irgendwie. Und das erkennen die Leute ja auch meistens, ne? Dass das irgendwie kein Weg zum Erfolg ist. Und oft ist es, was passiert dann oft so? Jede Woche kommt irgendwie eine neue Idee und dann wird jede Woche neu Ah, der macht das so, der macht das so. Der eine macht so, oh, müssen wir auch so machen. Ja. Der eine sagt jetzt im Coaching, das machen wir so, müssen wir auch so machen. Ja, und, ja, das hat man viel Seminar zu tun, ne? Ja, ja. Was noch spannend wäre, David, ich habe das Gefühl, dass gerade bei uns im B2B-Bereich LinkedIn, ne, viele Leute relativ happy sind organisch, ne? Und man muss auch sagen, bei den meisten Kunden von uns reicht es komplett, wenn sie da einen guten Job machen, wenn sie das erste Mal einen vernünftigen Funnel irgendwie haben, wenn sie einen Lead-Magnet haben und so, dann sind die schon mega happy, ne? Also ist für manche schon so, bruch, ne? Und dann gibt's aber... Organisch hat ja die größte Nachhalt, also, ja? Ja, das muss man wirklich sagen, ne? Dass man da...
schon ein gutes Fundament hat. Ne? Ja. Und dann kommt aber immer dieser Punkt, und ich habe das Gefühl, vielleicht hast du einen coolen Ansatz mittlerweile gefunden, dass die Leute immer so ein bisschen um Ads drumherum tänzeln, so mal 500 € Guthaben ausgegeben haben, in Anführungszeichen, das natürlich nicht funktioniert hat, und dann es irgendwie für immer lassen. Ne? Und ich habe bis heute irgendwie versucht, Leuten zu erklären, dass es sich halt lohnt, mit Ads zu starten, aber ein verdammt langfristiges Spiel ist, dass man irgendwie so das Geld abgeschrieben haben sollte, auch für die nächsten 3 bis 6 Monate. Und dass es halt, keine Ahnung, wie Surfen ist, dass man auch nicht beim ersten Tag irgendwie auf dem Brett steht und irgendwie die Welle reitet, sondern man froh sein kann, wenn man überhaupt aufsteht nach dem dritten Mal. Also, dass man da auch eine lange Lernkurve hat, ne? Was sagst du denn Leuten, die so, die sagen, ey, David, ich überlege, mit Ads zu starten. Ja. Wie gehe ich da ran, ne? Also, wir sagen den Leuten ganz klar, starte nicht unter 25 € Budget pro Tag. Darunter macht's überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Das ist schon mal das Erste. Und mit so wenig Budget, mit so wenig Werbebudget, kannst du auch nicht Riesenbewegungen erwarten. Ja. Ja. Sagen wir mal, ein Kunde kostet dich in der Regel 10 €. Ja. Jetzt hast du, sagen wir mal, das Doppelte genommen, 50 € pro Tag. Also kannst du doch 5 Kunden pro Tag abschließen. Du brauchst aber für den Algorithmus schon, damit er so eine Lernphase überwindet, ja, brauchst du schon 50 pro Woche. Das heißt, stimmt, rein kalkulatorisch von der Mathematik her, wirst du scheitern. Ja. Okay? Du musst umdenken. Und deswegen, ja, sage ich ja, dann wirst du halt scheitern, rein kalkulatorisch, aber du kriegst ein Gefühl, Ads funktionieren. Ich kriege für 10 € vielleicht einen Kunden oder für 15. Und es ist sehr einfach irgendwann, wenn man das Spiel wiederholt. Ah, das ist ein cooler Ansatz. Ja. Ja, du kriegst eine Routine und du kannst schnell kalkulieren. Funktioniert das? Schließe ich die Kunden ab? Also es ist sehr einfach. Ich würde sagen, man kann innerhalb von 2-3 Wochen schon erkennen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Ja, und ein bisschen mit kleineren Budgets sozusagen zu starten, ne? Und sich, genau, da wenn langsam ranzutrauen. Wenn man natürlich alles richtig macht, ja, ne? Mit Ads. Ja. Weil, ja, bei uns ist es so, wir haben so eine Dreierregel für uns erfunden, das Dreifache an CPA, also wenn der Kunde 10 € kostet, musst du täglich das Dreifache nehmen. Ja. Du bestest 3 Tage. Wenn das alles sich deckelt, dann nimmst du das Dreifache an Budget wieder hoch. Wenn, ja, das alles funktioniert, dann go for it. Ne? Da bist du aber wahrscheinlich bei kleineren digitalen Produkten oder bei Telefonterminen oder wo bist du da bei? Telefontermin, Neukundenanfragen, Leads, ja, 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 digitale Produkte. Aber das muss man, glaube ich, das ist immer das, wo man im Hinterkopf halten muss. Wahrscheinlich Leute, die so ganz am Anfang stehen, ne, die würden die Ergebnisse nie hinbekommen, weil da wahrscheinlich alles so klemmt, ne? Die hören das wahrscheinlich, außer, was weiß ich, sie gehen bei dir in die Ausbildung und setzen das dann um, dann erhöhen sie schon mal die Wahrscheinlichkeit. Aber dieser Ansatz mal mit kleineren Budgets, einfach mal den ersten Testlauf zu machen und sich daran zu trauen, ich glaube, das ist eine coole Logik, was auch den Leuten ein bisschen die Angst nimmt, dass man da gleich gigantische Budgets irgendwie verwenden muss, ne? Richtig, richtig. Hey, die Dreierregel gefällt mir, ja. David, ey, es war mir eine große Ehre, heute mal in deine Welt einzublicken. Na, ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir was miteinander zu tun haben. Na, hat mich sehr gefreut. Wenn man deine Welt einsteigt, wo sollte man hingehen? Na? LinkedIn-Profil, David, wie sieht's da aus bei dir? Gibt es, ja. Ach, wir posten tatsächlich unsere YouTube-Videos regelmäßig. Ah, sehr gut. Ja. Bei LinkedIn, damit die Leute auch da konsumieren können. Und vor, ja, allen Dingen schreiben auch echt viele so, ey, echt cooles Video. Cool. Geiler Content und so. Ja. Das machen wir. Man kann mir schreiben. Bei LinkedIn bin ich jetzt nicht so aktiv wie zum Beispiel bei Instagram, weil ich das, ja, persönlich auf dem Handy habe. LinkedIn habe ich deaktiviert irgendwann. Mit den ganzen Nachrichten und alles ist das zu viel geworden. Ja. Aber man kann mir da gut schreiben, also Instagram, auch LinkedIn, easygoing, sehr gerne. Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit heute. Na, vielen Dank für das Interview. Wenn dir das Interview mit David gefallen hat, dann sieh dir unbedingt das Interview mit Sebastian Salinski als nächstes an, der aus meiner Sicht auch zu einem der größten Media-Buying-Experten in Deutschland gehört. Auch da sind zusätzliche Tipps zum Thema Paid Ads drin. Und insofern sehen wir uns in dem Interview mit Sebastian. Bis gleich.